Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir hatten das Unboxing von PlayVital schon gemacht. Ich kann euch gar nicht sagen, was da jetzt drin ist. Wir lassen uns jetzt mal überraschen. Der PC ist aus. Ach, jetzt weiß ich's. Die Wandhalterung. Wie geil. Hier haben wir nochmal das obligatorische Heft. Ja. Oh, hier ist was abgegangen. So. Jetzt weiß ich, was da drin ist. Wir haben einmal die Schrauben mit Dübel. Ich weiß ehrlich gesagt aber noch nicht, wo ich die anhängen werde. Ich bin mir da noch nicht sicher, also werde ich sie noch nicht anbringen können. Dann haben wir hier nochmal einen Aufkleber. Installationsguide. Und dann haben wir eine Webadresse und einen QR-Code. Da könnt ihr dann halt den Installationsguide, also die Anleitung, wie ihr das anbaut, dann sehen. Dann haben wir hier, ach hier, sind sie rausgefallen, die Nippelchen. Dann zwei Klebeteile. Ach, das ist bestimmt für die Rückseite, für die Wand mit den Löchern dann. So, muss ich mir dann mal angucken. Ich habe sie mir in weiß bestellt, weil ein Dunkelfels an der Wand so sehr auf, weil die kann man nicht zusammenklappen. So. Zeige ich euch das mal. Und zwar sieht das dann so aus. Das ist die Rückseite. Ja. Das kann man dann abmachen. Ja. Das ist dann für die Wandmontage sozusagen. Das kommt dann an die Wand ran. Aber so rum an die Wand ran. Also mit dem, mit der glatten Seite an die Wand, und das kommt dann zu euch, was ihr angucken könnt. Und dann könnt ihr das dann praktisch hier rauf machen. So. Und dann nach oben schieben. Falsch rum. Doch so rum. Kann ich mir nicht vorstellen. Doch. Nee. Und dann klappt man das so rein und dann ist es dran. Doch, dann kommt das Glatte nach außen und das andere nach innen. So. Und wie kriege ich das jetzt wieder auf? Und das ist dann, denke ich mal, zum Schutz vor der Wand. Das werden wir dann müssen wir dann in der Anleitung. Ich werde euch die Anleitung mal verlinken, dass ihr da reingucken könnt. Muss ich mal gucken, dass ich das hier auch wieder aufkriege. So, zack. Dann ist das in, das außen. Ach so, okay. Gut. So, das greift dann hier oben. Und unten haben wir dann halt dieses hier, dass es drin greift. Dass es dann da unten fest sitzt. Weil wir haben hier dann so, und dann habt ihr praktisch das mit dem Geriffelten hier. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen, dass es hier so geriffelt ist. Ja, da kann man dann zuklappen. Dann ist es so, da steht dann hier ganz leicht PlayVital. Ich hoffe, ihr könnt es halbwegs erkennen, dass hier PlayVital steht. Und dann habt ihr das praktisch so an der Wand dran. Ne? Und an der weißen Wand sieht es dann natürlich, sieht man es kaum, weil das ja auch weiß ist. Dann könnt ihr das aufklappen, dann ist es so. Und hier ist es halt geriffelt. Und dann nehmt ihr euren Controller und den könnt ihr dann hier rauflegen. So. Und dann habt ihr das. Ich hebe das mal an kurzzeitig. So. Dann habt ihr hier, könnt ihr auch so ein bisschen neigen, weil wir haben hier eine schöne Kante. Ja, seht ihr ja. Dadurch könnt ihr dann praktisch den Controller auch so neigen.
Und dann ist er so schräg drin. Fällt nicht runter. Ich zeige euch mal so schräg. So. Dass er dann halt, so, dass er halt ein bisschen präsentiert wird als besser, wenn er so, also gerade finde ich ihn halt nicht gut. Also so finde ich es schon schöner. Ja, dann kann man hier schön drauf gucken. Ihr könnt aber natürlich hier auch, ihr müsst hier jetzt keinen Controller rauflegen. Ja, das ist extra schön breit gemacht, damit ihr auch Headsets, wenn sie jetzt einen breiten Griff haben, breiten Bügel haben, dass ihr auch hier ein Headset anhängen könntet. Ja, also an die Wand und dann kann ihr ein Headset dranhängen. Ja, ich werde es nicht mit Headset, vielleicht nehme ich eins für Headset, weiß ich nicht. Aber geplant ist eigentlich, dass ich das bei meinem Monitor auf der Seite, auf der Außenwand da mache. Da habe ich ja schon einen Haken für Headset. Und dass ich das dann halt... Oh, gut, habe ich kaputt gekriegt. Gut. Dass ich das da dann ranmache, dass ich die Controller da ein bisschen ablegen kann und nicht immer auf dem Arbeitsplatz zu liegen habe. Ist das nochmal verpackt. Das ist so geil. So. Müssen wir das aber hier noch wieder rauf. Das muss auch noch rein. Ja. Darf nichts verloren gehen. Und die Schräubchen müssen auch da rein. So. Da haben sie natürlich auch andere Farben. Ich verlinke euch das natürlich in die Videobeschreibung. Ich muss mir halt noch überlegen, wo ich es mache. Weil, wie gesagt, ich bin am Überlegen, ob ich es mir rechte Seite, da wo die Halter vom Headset sind, aber da ist der Bildschirm ziemlich nah an der Wand. Und das ist eine Außenwand, das ist dann immer ein bisschen doof. Wegen Schimmel und so, da, also unter diesen Dingern, weil unsere Wände hier echt schlecht sind. Oder ob ich es vor mir mache, praktisch geradezu an die Wand. Und da die Controller hinmache, da würde ich noch den Astrobot-Controller schön sehen, der würde da auch gut hinpassen. Da würde es natürlich auch gut aussehen. Ich glaube, ich werde es daran machen. Und das keine Außenwand. Die Wand ist dann auch so ziegelfarben gemacht, sieht aus, als wenn sie aus Ziegelsteinen gebaut ist. Ja, da würde mit dem Weiß, denke ich mal, sehr gut zur Geltung kommen. Ich habe ja noch einen anderen Wandhalter, den ich dann auch anbauen kann. Da muss ich mir aber erstmal überlegen, welche Reihenfolge ich mache und wie ich das mache. Ich habe ja da auch schon einen Haken dran, den werde ich dann wahrscheinlich auf die andere Seite machen. Ja, da muss ich erstmal gucken. Das weiß ich noch nicht genau. Oh, Katerchen, jetzt nicht im Dreh. Nicht genau, wie ich sie anbauen werde. Nebeneinander und dann halt den, was ich habe, was mit dem PlayStation-Logo ist, oben drüber. Oder drei nebeneinander oder halt so versetzt. Also da muss ich mir erstmal einen Plan machen, wie es am besten aussieht. Und dann, wenn es denn soweit ist, dann werde ich natürlich da auch nochmal ein extra Video zu machen. Das soll es jetzt erstmal dazu gewesen sein. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ich werde euch den natürlich verlinken. Also die Halter, wie gesagt, sind zwei im Paket mit drin. Oder gibt es so, glaube ich, ein Paket mit einem oder mit vieren? Weil da waren irgendwie noch eine andere Menge. Bin mir aber jetzt gerade nicht sicher. Werde ich euch alle in die Videobeschreibung verlinken. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn der Kater mich lässt. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin. Noch Katerchen. Der kommt nur, wenn ich Videos mache. Sonst liegt er die ganze Zeit und pennt. So, aber jetzt wirklich. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.